4 Reifen, ein kleiner Motor, Sonnenenergie. Wenn es möglich ist, ein so kleines Fahrzeug zum Fahren zu bringen und so wenig Technik, ist es dann nicht möglich, ein größeres Fahrzeug mit komplexerer Technik, mit Sensorik zum Fahren zu bringen? Dieser Aufgabe haben wir uns angenommen und stellen Ihnen nachfolgend unsere Lösungen vor. Arduino-Programm geschrieben, das den Arduino zum Laufen bringt, und wenn man mit der Hand hier vorgeht, dann bei 20 cm, dann fängt er an zu blinken und weicht vor der Wand aus. Und das LCD-Display zeigt an, wie viel Zentimeter das entfernt ist. Also wir sind hier gerade am Roboter bauen und wir benutzen ganz normale 1,5 Volt Batterien. Jetzt werden wir es einstecken. Und das Ganze funktioniert ja offensichtlich ganz wunderbar. Allerdings sind die Batterien ja nicht so sonderlich ressourcenschonend. Und deswegen haben wir hier Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Und mit denen wird das genauso gut funktionieren. Deswegen werden wir die hier jetzt einstecken. Dann werden wir sehen, dass der Roboter genauso gut fährt. Okay, also wir haben hier 6 1,5 Volt Batterien und die sind in Reihe geschaltet. Und jetzt werden wir mal Strom messen. Spannung. Da kommen wir auf ungefähr 8,1 Volt. Eigentlich müssten es aber 9 sein. 6 mal 1,5 sind 9 Volt. Also sieht man schon, dass die ein bisschen leerer sind und nicht ganz aufgeladen. Okay, jetzt machen wir das mit den Akkus. Machen wir genau das gleiche nochmal. Und da kommen wir auf etwa 7,6. Oh, ist aber ganz schön wenig. Woran liegt denn das? Und das liegt daran, dass das nur jeweils 1,2 Volt Akkus sind. Und 6 mal 1,2 sind ungefähr 7,2 und daran sieht man auch, dass sie sehr voll sind. Noch benutzen, sind schon umweltfreundlicher. Allerdings reicht uns das nicht. Wir wollen unsere Akkus mit 100% Sonnenenergie beladen. Dazu haben wir hier unsere handelsübliche Powerbank, die von unserem selbstgebauten Solarmodul aufgeladen wird. Die nutzen wir jetzt, um unser Auto fahren zu lassen. Aber wie Sie sehen, ist das noch sehr langsam und das reicht uns nicht. Um das schneller hinzubekommen, nutzen wir unseren Step-Up-Konverter, der die Spannung von 5 auf 9 Volt hochregelt. Und da sehen wir schon, es ist viel schneller. Aber das ist auch irgendwie noch nicht perfekt, weil wir haben so einen Verlust, dadurch, dass wir von hier die Spannung wieder runterregeln müssen, also von 8,4 Volt auf 5 Volt und von den 5 Volt wieder auf 9 Volt hoch. Also haben wir uns gedacht, nutzen wir
noch ein größeres Solarpanel, um diese Leihbatterie aufzuladen. Aber man sieht schon, die ist sehr schwer und das ist sehr groß. Und wie soll das auf dieses kleine Auto passen? Da haben wir uns gedacht, bauen wir einfach noch ein Auto. Also bis jetzt funktionieren hier schon die beiden Sensoren, allerdings funktioniert die Motorsteuerung noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Deswegen gucke ich mal, wo hier der Fehler liegt. Und also, das Auto ist so aufgebaut, wir haben hier oben eine große Solarzelle mit 18 Volt. Hier, die Solarzelle lädt über diesen Laderegler hier die Batterie, die 12 Volt Batterie. Und der Laderegler schaltet die Spannung automatisch ab, sobald die Batterie hier voll ist, damit sie nicht überladen wird. Sonst würde sie ja kaputt gehen, ist ja logisch. Und genau, hier die Batterie versorgt über den Aus- und Anschalter hier unseren Arduino mit der Schaltung, die das ganze Auto hier steuert. Und der Arduino hat vorne verbunden drei Ultraschallsensoren, hier unten ein und zwei vorne links und rechts. Die sind befestigt mit selbst aus dem 3D-Drucker ausgedruckten Teilen. Und damit können wir die Entfernung messen und das Auto je nachdem abbremsen lassen oder ausweichen. Und genau, so sieht unser Auto aus. Und dann ist jedes Modul.